Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, die Pferderanch. Und ja, hier wachsen die Sojabohnen und wir können schon 5 Stück ernten. Und weil ich ja gerne in den anderen Pötten hier auch gerne Soja haben möchte. Werde ich mir doch gleich mal direkt hier neue dazu pflanzen. Weil das ist ja für den Kerzenwachs. Mal gucken, wann wir dazu kommen, dass er das auch wirklich dann auch tut. Aber wenn halt schon mal welches da ist, dann ist das auch schon mal sehr schön. Ja, ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, was wir so getrieben haben. Ich glaube, wir haben. Ja, der Orange hat ja nicht schon wieder einen Wettbewerb gemacht oder dran teilgenommen. Und wir haben den ersten Platz gemacht. Das war, glaube ich, irgendwas mit Profi. Da müssen wir, glaube ich, bei der Bijou mal reingucken. Westernrennen. Passrennen. Schwierigkeit fortgeschritten. Ah ja, genau. Profi. Westernreiten Profi. Haben wir den ersten Platz gemacht. Und dann wollte ich ja gucken, dass wir das Ausdauerrennen vielleicht auch nochmal probieren. Wir haben ja jetzt wieder den neuesten Tag. Da kann man ja wieder teilnehmen. Ah ja, genau, da fehlt uns noch Charakter. Daran können wir ja noch arbeiten, bevor wir als Champion es verprobieren. Aber ansonsten könnten wir eigentlich entweder das Springreiten mal probieren. Oder wir probieren uns nochmal im Ausdauerrennen. Weil Beweglichkeit müssen wir noch verbessern. Deswegen würde ich, glaube ich, erstmal irgendwo weitermachen, wo wir beide Häkchen hätten. Oder alle drei Häkchen. Also entweder Springreiten oder nochmal das Ausdauerrennen. Und ich glaube, wir machen Ausdauerrennen nochmal. Oder? Ja, ist eigentlich wurscht, ne? Ach komm, wir versuchen nochmal das Ausdauerrennen. So, natürlich musst du erstmal mal aufstehen. Warte mal, warte, warte. Bevor wir. Können wir das nochmal abbrechen? Gehst du noch was essen? Mein Gott. Weißt du, er kann auch nicht ohne zu essen irgendwie am Wettbewerb teilnehmen. Nachher wird das nichts. Haben wir es schon gedüngt? Dann bitte noch schnell düngen. Ah, das haben wir schon gedüngt. Und bitte gießen. So, wie sieht's mit dir aus? Eigentlich könntest du hier nochmal Nektar herstellen, und zwar Traubennektar. Oder den Erdbeer. Wobei Trauben ist auch ganz gut. Mondblattnektar kann man auch machen. Das wird wahrscheinlich irgendwas. Ich weiß nicht. Naja. Ich weiß gerade nicht, wie man den Mondblattnektar machen soll. Entweder taucht er hier dann auf, wenn man halt auch Mondblatt hat. Auf jeden Fall kümmerst du dich mal um Nektarherstellung, weil wir haben ja noch ein Bestreben mit dir. Und zwar haben wir schon 88.452 Simoleons verdient und 100.000 sollen wir insgesamt mit Nektarherstellung verdient haben. Hier schon einer moderat. Oh, fein. Da muss ich mal Pause machen. Also,
4000 für Bärennektar. Moderat gereift. Der ist schon fein gereift, der Kartoffelnektar. Fein gereift nochmal Bärennektar. Und du bist auch fein gereift und das war's. Ha, perfekt. Fein gereift. Den da verkaufen wir. Richtig Hammer. Also der Bärennektar, je nachdem, was haben wir denn reingepackt? Schokobeere. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Bei dem einen hat er Schokobeere und Blaubeere genommen. Der ist aber nicht so. Müssen wir halt mal abwarten, bis er mal durchgereift ist. So, Kartoffelnektar geht eigentlich auch noch. Ha, guck mal, Energienektar für 3.570. Also damit kann man schon viel verdienen, ne? Mit Nektar, wenn er mal gereift ist. Eingereift. Richtig nice. Moderat. Also ich werde mich auch, also Apfel werde ich gar nicht mehr nehmen. Nur noch Erdbeere oder Traube. Und danach kann man ja dann sich den Garten machen. Oder halt auch. Oh, Himbeere macht auch. Nur wie sorge ich denn dafür, dass er Himbeere nimmt? Oder kann ich das? Nee, das kann ich nicht selber entscheiden. Das macht er selber, glaube ich. Außer ich müsste dann jeweils im Inventar dann die Sachen rausholen. So, jetzt muss ich mal gucken. Moderat. Achso, das ist da ja schon drin. Soll ich die vielleicht mal hier reinpacken? Das ist ja alles leicht gereift. Beziehungsweise hier kann ich noch den moderaten. Das ist da schon. So, hier ist nur noch moderat. Das heißt, da müssen wir jetzt auch noch warten. Aber richtig Hammer. So, abgeschlossenes Bestreben. Die Nektarherstellung ist wahrlich eine Kunst und Salim hat sie gemeistert. Wer seinen köstlichen Nektar trinkt, bemerkt sofort, dass er von einem Experten der Nektarherstellung, also einem Sim, der die Nektarherstellungsfähigkeit mühsam perfektioniert hat, produziert wurde. Salim sollte stolz darauf sein. Verdientes Merkmal Nektar-Kyrophäe. Diese Sims können vorgereiften Nektar herstellen und sehr viel Nektar trinken, ohne auf die Toilette zu müssen. Ihre negativen Gefühle haben einen geringeren Einfluss auf ihre aktuelle Stimmung. Wunderbar. Jetzt fehlt ihr eigentlich nur noch der Meistermixer, aber dafür müssten wir. Ich weiß gar nicht, was wir dafür machen müssten. Also ja, klar, die Gastronomiekarriere einschlagen. Aber ich weiß nicht, ob man das noch machen kann. Was ist denn Meister der Zaubertränke? Können wirksame Tränke zubereiten. Wer sie trinken kann, Gefühlsschwankungen unterliegen. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, wir könnten ja auch noch mal irgendwie das mit dem Sprudeln machen. Aber ich weiß gar nicht, gibt es dafür ein Bestreben? Öko. Was ist das? Nee, das muss nicht sein. Dschungel, Kurator. Kurator meine ich. Outdoor-Fan, Landschaftspfleger, nee. Wellness. Ich weiß nicht, was ich mit dir noch eigentlich machen möchte.
Reitprofi, da haben wir ja schon jemanden. Herzensbrecher muss jetzt, glaube ich, auch nicht sein. Schwarzes Herz. Wenn du das Herz dieses Sims sehen könntest, würdest du angeekelt zurückschrecken. Nee, also ich glaube, so kacke ist er jetzt nun auch wieder nicht. Aber ich glaube, wir könnten mal herrlich reich anfangen, weil wir da ja schon unbestreben schon abgeschlossen. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? 15 Kunstwerke besitzen. Ein Haus im Wert von 100.000 Simoleons haben. Landschaftsgestaltung im Wert von 5.000 Simoleons. Und dann irgendwann ein Haus im Wert von 200.000. 20 Säulen kaufen. Was haben wir denn da sparsam? Sparsam Sims erhalten jede Woche 10% Rabatt auf alle Einkäufe im Baumodus. 15 Kunstwerke. Ja, ich weiß nicht, was ich mit ihm noch erledigen sollte. Ja. So nebenbei. Vielleicht Seelenverwandt, vielleicht Romantiker. Romantiker. Das könnte man natürlich machen. Und dann vielleicht Seelenverwandte. So, aber ich gucke jetzt erst nochmal hier rein. Weil dann gucke ich nämlich, wenn wir ja sowieso, wir haben ja ein bisschen Geld, dann können wir uns doch hier noch ein bisschen ausschmücken mit Kunstwerken, oder? Da haben wir schon was. Hier im Bad haben wir schon. Hier könnte man eigentlich noch was hinmachen. Ich möchte gerne ein Bild kaufen. Ein Gemälde. Ein schickes Gemälde. Ich mag ja hier. Das ist aber ein bisschen breit. Gib mich auch mit dem zufrieden. Ist auch kein Problem. Das ist eine schöne Farbe. Vielleicht könnte man zwei davon nehmen. Nur das eine möchte ich gerne mit anderen Sachen haben. Finde ich schön, dass es wenigstens der schwarze Rand bleibt. Das finde ich echt cool. So, hier haben wir schon ziemlich viele. Weiß nicht, ob man da irgendwas hinmachen kann und ob das was aussieht. Hier, Fische, genau. Nee, das ist vielleicht ein bisschen zu... Nein, das ist zu groß. Ah, warte mal, guck mal. Okay, der Pfeil ist vielleicht ein bisschen groß. Ich gebe es zu. Wandgraffiti. Gibt es denn nichts Kleineres, was da jetzt vielleicht hinpassen könnte? Ja, genau. Dann das, was hinpasst, das gefällt mir dann nicht. Die Schmetterlinge würde ich ja auch gerne hinmachen, aber die sind ein bisschen groß. Nö, 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 nö. Nein, das muss nicht sein. Zu groß, zu groß. Dann mache ich halt da die Sonnenblume hin. Das ist das Einzige, was da... Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Einfach genial. Oder ein Dino. Blümchen, solche Wandsticker. Irgendwo war jetzt die Sonnenblume. Oder es kommt ja halt Obst an die Wand.
Keine Ahnung, ob das nach was aussieht. Und vielleicht noch mal das kleine. Sag mal, Leute, so groß sind die Bilder gar nicht. Rückt mal ein bisschen zusammen, dann kriegen wir das schon da noch mal hin. Genau so habe ich mir das gedacht. Das ist ein bisschen mittiger. So, so sieht das doch schon mal wieder ein bisschen anders aus. So, und auf die Seite, weiß nicht, kommt vielleicht das hier. Da können wir auch mal gucken. Vielleicht tatsächlich in dem Stil. Dann gucken wir mal, was wir schon. Ja, perfekt. Oh! Was haben wir denn schon erreicht? Also 100.000 haben wir schon erreicht. Nur im Garten. Landschaftsgestaltung im Wert von 5.000 und wir haben 1.130. Die Frage ist, sind das die Bäume und so? Wahrscheinlich, ne? Möglich? Nein, ich möchte mich eigentlich jetzt nicht die ganze Zeit damit beschäftigen. Jetzt haben wir erstmal einen Teil davon. Darum kümmern wir uns später. Jetzt schalte ich wieder auf Liebe. Und dann können wir uns dann so nebenbei um die Liebschaften kümmern. Davon haben wir ja genug. So, musst du heute arbeiten in 4 Stunden. Das heißt, wenn du den fertig gemacht hast, kannst du dich dann, glaube ich, ums Essen kümmern. Du bist soweit frisch. Das heißt, wir können jetzt endlich an dem Wettbewerb teilnehmen. Wir wollten ja nochmal Ausdauer probieren. Und dann würde ich sagen, das machen wir jetzt auch. Und weiß nicht, du kümmerst dich um den Garten. Wo bist du denn eigentlich? Hier. Genau. Ah, guck mal, du könntest eigentlich nochmal Schnitterblumen ernten. Sag mal, ich habe doch gesagt, dass sie sich eigentlich nicht um den Garten kümmern muss, aber ich glaube, ich werde das einfach so jetzt lassen, weil sonst, weiß nicht, bin ich da ständig am neu eindingsen, was sie da zu tun hat und bis das passiert ist. Was tust du da? Vulkanpasta, die hat's dir angetan, ne? Heißt, es ist so ein Riesentopf, ja? Und wetten, dass da nur eine Portion wieder rauskommt? Alter, springt ja. Der Funke über Mann. Ja, es ist ein Gericht, das ist. Und bitte vielleicht auch essen. Der ist doch sowieso noch beschäftigt mit der Ernte. Mein Gott. Habe ja überlegt, ob ich hier die Sachen dann eindampfen will, außer die Himbeere. Wann bist du denn im Herbst? Eigentlich könnte man doch hier draußen, damit der. Wie viele Himbeeren haben wir denn überhaupt? Eigentlich haben wir auch genügend Weintrauben, Erdbeeren. Dann seid ihr dran erst wieder im Frühling. Himbeeren. 28 Stück. Oh, auch eine Goldmedaille. Wunderbar. Die vielen Trainingsstunden haben sich ausgezeichnet, denn du hast den ersten Platz beim Ausdauerrennen der Neulinge belegt. Wunderbar. Richtig nice. So, denen ist egal, wann sie wachsen. Die Frage ist, wo ich mir die hinsetze, diese Beeren. Dann müsste ich mir aufschreiben, was ich für Beeren schon habe. Schokobeere war eigentlich auch in Ordnung.
Ah, die muss ich nicht extra anpflanzen. Die kann ich auch in dem Innenbereich. Ach so, warte mal. Ich muss mal gucken, ob du das schon verbessern kannst. So, dann kannst du das hier schon mal alles pflanzen. Und sehr schön, dann gehen wir mal zum Orange, dann kann er nämlich der lieben Bijou einen Apfel geben, weil ganz ehrlich, es ist richtig Hammer. Hallo Salim, ich glaube, ich habe mich in Jeffrey. Ja, warum nicht? Der ist zwar auch verheiratet, aber was soll's. Oh Mann. So, Fassrennen. Da haben wir ja jetzt schon Neuling den ersten Platz belegt. Für Fortgeschrittene. Beziehungsweise Ausdauerrennen haben wir jetzt gemacht. Wir könnten eigentlich darauf hinarbeiten, dass wir die Beweglichkeit nochmal in den Griff kriegen. Wie geht's dir eigentlich? Warte mal. Warte. Nein, 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 nein. Du wirst dich jetzt erstmal austoben, damit du deinen Spaß wieder hast. Und dann kannst du nämlich hier melken und scheren. Ah ja, da drüben wird gepflanzt. Wunderbar. Was treibt der denn jetzt? Ah, der hat noch abgewaschen, ne? Düngen. Düngen, düngen, düngen. Wir haben so viel Dünger übrig. Eigentlich könnte ich mit ihm auch irgendwie noch ein Bestreben machen. Achso, wir sollen ja Lieder schreiben. Das heißt, es wäre eigentlich angebracht, wenn ich irgendwann seine Gitarrenfähigkeit noch weiter verbessere. Ah, finde ich toll. Ah, sie gießt schon mal. Also es ist sehr praktisch, dass wir hier unsere Arbeit aufteilen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn sie einfach hinterher dann zum Gießen kommt. Aber eigentlich haben wir dafür Sprinkler, ne? Eigentlich müsste man das da nicht unbedingt gießen. So, ist das jetzt gegossen? Ja, es macht halt Dreck. Ist halt so. Sag mal, willst du mich eigentlich verkackeiern? Das ist nicht schlimm, das ist Wasser. Was machst du denn bei Regen? Dich auch so aufregen? Ja, aha, wir ernten. Wir kümmern uns um deine Ernte. So, dann hoffe ich mal, dass die auch noch schnell wachsen, damit man da noch was im Winter, im Herbst was von hat. Die sind ja nur Herbst. Da habe ich ja noch weitere Schnitterblumen. Ich glaube, Kartoffelpflanzen, die könnte ich eigentlich entwurzeln. Die braucht keiner. Kartoffeln sind zwar auch ganz nice, aber für den Nektar überhaupt nicht. Und ich will ja hier eigentlich Nektar mitmachen. Die da können wir eigentlich auch entwurzeln. Die Himbeere, wir haben ja jetzt draußen welche angepflanzt. Da könnten wir eigentlich einen Ableger nehmen. Dann können wir die mit irgendeiner Pflanze veredeln.
Also, ist schon ganz nice. So, du gehst auf die Arbeit. So, wie sieht's aus, Bijou? Wo bist du denn? Da ist Bijou ausgezeichnet. Das heißt, wir könnten eigentlich dann nochmal lernen, ne? So ein bisschen trainieren. Ah, guck mal. Schwierigkeit Profi, erster Platz. Wird das hier dann alles aufgelistet? Eigentlich schon, ne? Für jede Kategorie, glaube ich. Und Springreiten haben wir meines Wissens noch gar nicht gemacht. Entweder machen wir noch ein bisschen Springreiten oder wir kümmern uns um die Fässer. So, die Kacke sammle ich hier mal ein, weil die ist nämlich wichtig zum Düngen. Und bevor irgendein Zimmer auf die Idee kommt, mir das schon wieder Ableger nehmen. Achso, ich dachte schon. Will der Rosen verteilen? Bevor nämlich andere auf die Idee kommen, mir die Pferdekacke hier wegzunehmen. So. Dann werden wir mal schnell Ich möchte gerne schnell um die Fässer rennen. Oh, ist das dein Ernst? Bitte gehen Sie jetzt mal aus dem Weg. Ich möchte trainieren. Na, guck mal, die Clara ist auch da. So, dann ab dafür. Wir müssen ja was für die Beweglichkeit tun. Richtig nice. Und dann dürfen die nicht umfallen, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oder beziehungsweise noch nicht mal wackeln, oder? So. Was haben wir die denn angeordnet? Ach so, einen Ableger zu nehmen. Guck mal, das wächst auch schon. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Schokobeere. Und hier haben wir eine Orchideenpflanze. Und dann können wir hier die hier natürlich auch entwurzeln. Also ich möchte halt hier gerne ein bisschen ordentlicher haben. Klar, das artet immer aus mit dem Garten, keine Ahnung. Egal, was man macht, das ist halt so, ne? Karottenpflanze. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Heidelbeeren. Nicht schon wieder der verrückte Fan. Komm, wir geben dem trotzdem ein Autogramm. Er geht doch wegen der Störung, kann das Abendessen... Ja. Er geht doch wegen der Störung, kann das Abendessen... Solange das keine negativen Dings... Was ist denn hier? Ein Apfelbaum? Hier wächst ein Apfelbaum jetzt. Ah, in dem einen Kackhaufen war da so viel Äpfelsaat drin, dass da jetzt ein Apfelbaum wächst? Okay. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte, die ist für Reparaturen da. Tralali, tralalu. Dann haben wir da draußen halt einen Apfelbaum. Wo kommst du denn eigentlich angedackelt? Da ist er doch. So, Orange. Wie sehen denn deine Bedürfnisse aus? Blase?
Wie sehen deine Bedürfnisse aus? Immer noch gut, bis ausgezeichnet. Clara weiß nicht so ganz, was sie mit sich treiben, was sie so anstellen soll. Einfach nur grinsen. Hoffentlich spricht mich keiner an, oder was? Ich habe keine Ahnung. War das da ein Apfelbaum wächst? Wir machen einfach so lange weiter, bis einer von beiden nicht mehr. Ach so, fremde Gefahr. Mein Gott, dann schick die doch nach Hause. Okay, sie will. Ich muss los. Ah ja, genau, sie hat's geschafft. Deswegen ist er angespannt. Weil hier Fremde sind. Da müsste man sich vielleicht mit ihr. Moment mal, die sich um die. Oder ist das jetzt wegen Clara gewesen? Es könnte auch sein, dass das nur an der Clara lag. Oder wir werden uns mit der Ranch-Hilfe noch ein bisschen anfreunden, dann ist die auch nicht mehr so fremd. Ach, du gehst jetzt baden. Duschen wäre aber schneller gegangen, ne? Aber gut, wenn die halt nach Baden ist, dann ist es halt so. Ich kann da stundenlang zugucken, ne? Aber es wird Zeit, einen Cut zu machen. Nächste Woche geht's natürlich hier an der Stelle weiter. Dann werden wir auch, denke ich, am nächsten Tag wieder uns an das nächste Rennen rantasten. Und zwar, glaube ich, Springreiten. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.